Willkommen in Kronach. Der André und ich, wir haben uns in den Zug geschmissen, sind Richtung Frankenwald gefahren. Ich weiß nicht, was mich erwartet. Er hat irgendeine Tour zusammengeklickt, so 80 Kilometer, 1300 Höhenmeter. Start und Ende in Kronach und ja, hat ein paar Hügel eingebaut. Ich lasse mich mal überraschen. Ich vertraue dir, André, ne? Ich vertraue dir, ja oder doch nicht? Das ist doch keine gute Idee, oder? In Sachen Routenführung. Großer Fehler. Großer Fehler, okay. Also dann sind es wahrscheinlich wieder 3000 Höhenmeter. Na, wir werden mal gucken. Aber nee, easy. Heute ist easy und moderat. Easy. Nur Beine lockern vorm Radrennen. Ja. Vorm Radrennen. Welches Radrennen wird das wohl sein? Wollen wir es verraten? Nein, wir tun es nicht. Lasst euch überraschen. Oh, wie schön, schau her. So schön ist Franken. So, wo müssen wir hin? Darunter, okay. Also dann viel Spaß bei diesem Video. Ich muss mich jetzt hier aufs Kopfsteinpflaster konzentrieren. Hei, hei, hei. Da geht's hoch jetzt. Andres erstes Tour-Highlight, hat er mir jetzt gerade gesagt. Mal schauen, das ist bestimmt so 20% Rampe, was er mir wieder verschwiegen hat, der Sauhund. Jetzt hat der André den Anstieg gar nicht mit eingeplant. Ja, er wollte uns da unten weiterleiten, im Tal, im finsteren Tal. Aber wir haben jetzt kurz entschlossen, wir nehmen den Anstieg mit. Das sah so schön aus. Später geht es wieder runter auf die Originalroute. Aber den wollen wir nicht auslassen hier. So, hier sind wir gerade schön, eine Abfahrt runter. Und andere meinen, nee, wir können hier runter, ist alles geteert. Ha? Ach, Komoot will, dass wir da langfahren. Okay, aber erst wollte Komoot, dass wir hier langfahren. So hab's ich hier. Hier steht's die Richtung. Also gut, wir probieren's mal da lang. Ach nö. Okay, kein Gravel jetzt. Jetzt geht's runter. Runterwärts. Runter, bergab. Von Neufang nach Steinwiesen. Go! Oder? Oh je, da geht's schon wieder ein bisschen hoch. Naja.
Gardasee, die Abfahrt. Aber nur fast. Der Wind hat mich ganz schön überlandet. Aber war geil. Also das ist eine Arschkraft. Ja. Also von laufen lassen ist heute nicht. Wenn ihr das riechen könntet. Rindenmulch. Nach Rinden. Mmm, yum, yum, yum. Da bekomme ich gleich Appetit auf den Teller Rindenmulch. Ja. Oder ein Süppchen. Rindenmulchsuppe. Süppchen, Süppchen. Sehr schön hier. Wenn jetzt Winnetou noch um die Ecke kommt, wird mich auch nicht wundern. Sehr schön. Schon mal sehr empfehlenswert hier. Frankenwald! Frankenwald! Ködeltalsperre. Wir fahren jetzt noch zur Ködeltalsperre. Die haben wir jetzt auf der Karte gerade gesehen. Irgendwie so ein Speichersee, denke ich mal, ist es. Dafür haben wir jetzt die Route verlassen und fahren dann wieder zurück. Wie es aussieht, müssen wir aber links weg, aber da geht eine Straße hoch. Aber naja, sag mal, was ist hier los? Ja, so ist es am Fahrradtag, da sieht man alles. Bloß nicht die Ködeltalsperre. Wir fahren jetzt aber nicht da hoch, oder? Nee, das geht nicht. Oh, da ist ein Biergarten. Oh! Sehr schön. Ich würde gleich mal einkehren. So, kleiner Einwurf am Rande. Jetzt das hier. Kommen wir da gar nicht zu dem beschissenen See oder was? Trinkwassertalsperre, Mauthaus. Da müssen wir Maut zahlen, André. Hast du ein paar Scheine dabei, ein paar Münzen? Oh je, ich glaube, ja, 400 Meter hier über den Trampelpfad, das ist jetzt irgendwie nicht so prickelnd. Es gibt eine asphaltierte Möglichkeit. Aber dann müssten wir ein kleines bisschen den Berg hoch. Ach ja, na dann machen wir das. Dann nach links und dann sind wir da. Gut, wenn wir schon mal hier sind, dann machen wir das. Oder wo der Blofeld von James Bond. Der Blofeld, der wohnt bestimmt hier in diesem Bunker da. Das ist irgend so eine geheime Kommandozentrale hier, wo die Welt dann übernommen wird. Das ist der Entnahmeturm. Ja, der Weltentnahmeturm. Das ist eine Trinkwasserstelle. Ja. Rocker! Das sind die Rocker wieder mit ihren Feuerstühlen und mit dem gepimpten Trabi. Mit dem getunten. Oh. Oh. Kaputt. So, das schmeiße ich jetzt um. Boom. Nein, sowas machen wir nicht. Nein, 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 nein. Waren ja freundlich. Sehr schönes Tal, wie das Pegnitztal in dem Berg. Oder draußen in Haschbruck. Ein Traum.
So richtig locker wie versprochen wird es wohl doch nicht, weil die hatten wohl ein Sonderangebot für 15% Schilder. Mengenrabatt. Mengenrabatt. Und jeder Anstieg, den wir hier irgendwie hochfahren, hat 15%. Ja. Also musst du hier 250 Watt drücken, damit du überhaupt vorankommst. Wir haben jetzt 47 Kilometer und 950 Höhenmeter. Hörst du Bescheid, ne? Ist ein bisschen was. Oh, schau mal her. Oh. Oh, herrlich! Oh. Herrlich! Guck mal. Oh! 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 Oh. Oh. Ui, 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 ui. Ui, ui, ui. Sehr schön! Haben wir drauf! Ah, es lohnt sich! Also, Frankenwald lohnt sich! Jawohl! Macht's es! Ui! Dann schau hab ich die Kamera wieder. Sehr schön. Ah, hier! Oh, da kommt der Spanner dazu. Wir haben Gardasee. Ja, voll. Die Braser Schlucht. Die Braser Schlucht von Oberfranken. Vom Frankenwald. Herrlich. Jetzt geht's stabil bergauf. Nach einer rasanten Abfahrt gerade. 260 Höhenmeter bergauf. 260 Höhenmeter bergauf. Aber der längste Anstieg dann, oder? Sehr verwunschen hier. Oh. Anstieg. Anstieg. Oh Mann, oh Mann. Vom Rot sah es auch nicht so aus. Es gab auch 19% Schilder im Angebot. Ja. War aber nur eins. War nur eins. War noch Restposten. Restposten vom Vorjahr. Andere meinen, das kann nicht stimmen, weil hier der Anstieg nur gelb gekennzeichnet ist. Wir werden sehen. Oh, jetzt haben wir! Das hat er uns aber gezeigt, du. Weg da, ist meine Straße. Sehr schön, sehr verwunschen hier. Also so kann der Anstieg bleiben. Ich hoffe, das Schild war fake. Fake News. Ein Leben haben wir. Besser geht's gar nicht mehr. Keine Luft mehr nach oben. Schönste Leben haben wir.
letzter Anstieg, letzte kleine Welle. Dann geht's Schuss runter nach Gronach. Sagen die hier Gronach oder Gronach? Schreibt es mir mal in die Kommentare. Ich dachte, die sagen Gronach, die Oberfranken. So, dann haben wir 1600 Höhenmeter. Nicht schlecht. Kann man lassen, oder? So, und dann in Gronach geht's wieder in den Zug. Und ab nach Hause. Aber vorher kommt noch mal hoffentlich eine schöne Abfahrt. Wenn denn das Profil nicht lügt, dann lassen wir noch mal die GoPro laufen dann. Also. Schau dir das an. Herrlich. Da sind wir wieder in Gronach. 1 Kilometer noch, dann sind wir am Bahnhof wieder. Dann gucken wir mal, wann der nächste Zug geht. Ja, war eine schöne Tour. Mit vielen Hügeln, mit viel Auf und Ab. Leider keine finale Abfahrt. Ich dachte, es geht jetzt Schuss dann nach Gronach runter, aber es waren dann mehr so Wellen, wo es dann wieder so ein bisschen hoch und runter ging. Und aber insgesamt sehr, sehr schön. Schöne Landschaft. Kann man gar nichts sagen. Empfehlenswert. Moment. Ui, ui, ui. Vatertagsumzüge. Ja, den André, den lassen wir auch noch zu Wort kommen. Wie war die Tour? Hätten wir erwartet, also war positiv überrascht. Ja. War schön. Ich hab gerade gesagt, leider die finale Abfahrt war nicht da, aber. Ja, das war irgendwie. Oh. Aber der Rest. War verbesserungswürdig. Hat uns irgendwie 25 Kilometer nur hingehalten. Ja. Dann ging es ein bisschen bergab, dann ging es wieder bergauf, wieder bergab ein bisschen. Ja. Aber keine gescheite Abfahrt. Und zap zap waren wir schon in Gronach hier. Auf dem Radweg zum Bahnhof. Auf jeden Fall sagen wir Dankeschön fürs Zuschauen. Wir sehen uns wieder bei diesem Theater, in diesem Theater, beim nächsten Video, woher auch immer. Und die letzten Worte, wie immer, ciao, ciao.